Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es um mein Unboxing und Anprobe von einem Paket. Los geht's. So, Leute, ich habe mir was bestellt und zwar bei Zalando. Zalando hat natürlich verschiedene Shops drunter. Dabei ist auch was bei Mango, deswegen ist das in einem verschiedenen Paket. Aber ich habe mir was bestellt und die Sachen packe ich zusammen jetzt mit euch aus und probiere die an und dann gibt es ein Feedback. Und dementsprechend fangen wir an mit dem ersten Paket. Los geht's. So, Leute, das erste Paket ist wie gesagt von Mango. Das habe ich, hier bestellt. Und zwar ist das auch auf jeden Fall ein schickeres Teil. Ich habe das Ganze als einziges schon mal ausgepackt, weil ich da sehr, sehr neugierig drauf war, weil das ein ziemlich cooles Piece ist. Und ich zeige euch mal ganz geil genau, worum es geht. Und zwar geht es um diese Overjacke, Hemd etc., was ich in meinen 10 Favorite Pieces der Woche auch schon mal gezeigt habe. Und ich wollte das Ganze eigentlich bestellen und finde es für den Sommer auch sehr, sehr cool. Ist hier in so einem Fokus, in so einem cremefarbenen Ton gehalten, hat hier so aufgesetzte Taschen. Wie gesagt, wir probieren das Ganze gleich an, dann seht ihr auch, wie das Ganze angezogen aussieht. Wundert euch nicht, dass die Sachen so ein bisschen zerknittert sind. Das ist ja normal. Die Sachen müssen, normalerweise würde ich auch hier immer empfehlen, erstmal gewaschen werden, nachdem man das bestellt hat, weil da sind Inhaltsstoffe drin, die für die Haut nicht ganz unverträglich sind. Ich mache das zum Beispiel auch nicht immer, ist aber eigentlich ein Fehler. Jeder, der in der Textilbranche arbeitet, weiß genau, sowas muss erst immer einmal gewaschen werden und danach kann man das wirklich bedenkenlos anziehen. Weil ja, dementsprechend, ja. Checken wir das gleich mal ab und probieren das an. So, Leute, machen wir weiter mit dem Hauptpaket. Und bei dem Hauptpaket habe ich mich eigentlich dafür interessiert, so ein paar sportlichere Sachen auszusuchen. Und das erwarte ich auch. Das hier ist was ganz anderes, ein bisschen schicker. Das muss man ein bisschen anders stylen. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen dazu ausgesucht, wie ich das Ganze anziehen würde. Dann gucke ich mal, wie das Ganze aussieht. Aber diese sportlichen Sachen ist eigentlich schon ein cooles Outfit für sich. Dementsprechend, das ist auch kein Sponsored Post oder sonstiges. Einfach nur Sachen, die mir gefallen haben im Online-Store und die ich dachte, die wären ganz interessant. Und ja, die mir auch teilweise ja nicht fehlen, aber die man mal erneuern könnte in seinem Kleiderschrank. Dementsprechend machen wir das jetzt erstmal auf. So, dann haben wir hier drin das übliche Lieferumfang und verschiedenste Sachen. So, ich stelle das Ganze nochmal hier rüber. Also nicht, dass wir irgendwo drankommen. So. Fangen wir an mit einer Hose und zwar habe ich mir eine neue Sporthose bestellt und zwar von Champion. Das Ganze sieht so aus, ich packe das Ganze mal eben aus. Ist so eine, ja, würde ich fast sagen, ähnlich wie so eine Basketball-Shorts. Ziemlich, ziemlich nice. Hier unten steht dick drauf Champion, das ist so ein 3D-Logo, also so ein gummiartiges Logo, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und was mir im ersten Moment auch ziemlich gut gefällt, ist, dass die Hose nicht aus Baumwolle ist. Die ist jetzt hier aus 100% Polyester, finde ich bei Sporthosen viel, viel besser, weil diese Baumwollhosen sind echt extrem warm. Und ich muss sagen, die Hose gefällt mir auf Anhieb extrem cool, hat einen sehr, sehr coolen, eine coole Länge, muss ich sagen. Wir schauen uns natürlich gleich an, wie das Ganze auch sitzt. So, dann geht es weiter und zwar mit einem Hoodie. Der hier ist von Nike, den habe ich einfach mal bestellt, weil ich ihn eigentlich ganz gut, cool fand auf den Fotos. Hoodies habe ich eigentlich genug, aber ich sag mal, man kann ja mal gucken, wie sowas sitzt. Und natürlich, auch was mir nicht gefällt, werde ich wieder zurückschicken. Und dementsprechend, ja, fand ich eigentlich auf den Bildern ganz nice. Ich muss jetzt dazu sagen, in echt fühlt er sich relativ dünn an. Ist natürlich für einen Sporthoodie ganz okay, weil diese ganz, ganz dicken Hoodies sind natürlich ja, mehr so in die Style-Richtung. Der hat so ein gezacktes Nike-Logo. Warte, ich... So ein gezacktes Nike-Logo und hinten drauf zeige ich euch auch nochmal das große, ganz in groß und Nike Swoosh on Tour 2020. Wie gesagt, ist eigentlich für den Sportbereich auf jeden Fall nicht schlecht, allerdings müssen wir das Ganze mal anprobieren und ich weiß noch nicht. Mal sehen. Macht auf jeden Fall keinen schlechten Eindruck, aber ich sag mal im Vergleich zu den heutigen Hoodies, die ein bisschen mehr oversized und ein bisschen dicker sind, wirkt das extrem dünn, aber ja, dafür soll es ja auch nicht zum Style, sondern eher zum Sport gedacht sein. Und ich denke, dafür könnte das ganz gut sein. So, kommen wir weiter. Was natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich auch ein T-Shirt. Und da habe ich mir gedacht, bestellst du auch mal passend dazu, weil ich bin kein Fan von Brandmixing. Also so Champion und Nike geht auch klar, aber ich könnte jetzt kein Adidas oder Puma T-Shirt dazu tragen. Wenn, dann sollte das Ganze einheitlich sein.
von Puma oder von Adidas oder in dem Fall jetzt von Nike. Aber die Hose habe ich von Nike keine gute gefunden, deswegen habe ich die von Champion genommen. Ich finde die aber, das kann man eigentlich ganz cool miteinander kombinieren. Und dementsprechend habe ich hier noch ein T-Shirt gefunden. Ist allerdings in dem Fall jetzt hier ein Baumwoll-T-Shirt in der Größe L. Nike Dry Fit hat einen, ja, diesen chromelierten Stoff. Hier ganz dezent auf der Brust das Nike-Logo drauf. Und ja, macht einen ganz soliden Eindruck, aber ist jetzt auch, muss ich sagen, ja, Standard-T-Shirt, nichts Besonderes, muss man natürlich auch gucken. Ich glaube, das wäre für den Sport auch nicht so ideal gedacht, aber vielleicht für so für den Alltag kann man das benutzen, wenn es einen coolen Fit hat. Und dementsprechend, ja, auch das werden wir gleich mal eben anprobieren. So, und zu guter Letzt, das ist das letzte Piece schon, weil ich habe das Ganze auf 5 Pieces beschränkt, habe ich mir eine, ja, Jacke ausgesucht, auch von Nike, wer hätte es gedacht. Aber in dem Fall ist das jetzt hier so ein bisschen was anderes. Hier geht das Ganze auf, ist so eine Öffnung hier oben. Und die sah auf dem Foto aus, als wäre sie aus so Samtstoff. Jetzt sehe ich aber gerade, ist es nicht. Ich muss aber sagen, das finde ich auch gar nicht schlecht. Und zwar ist das eine Nike Tennisjacke. Die finde ich sehr, sehr nice. Die sah zumindest auf den Bildern sehr nice aus. Das erkennt ihr hier dran immer, dass hier dieses Tennis-Logo drauf ist. So, hat unten auf jeden Fall einen relativ geraden geschnittenen Fit. Hat so dezente Streifen hier in weiß gehalten. Aber die sah auf den Fotos sehr, sehr cool aus. Und da, auch die werden wir einfach mal dazu passend drin anziehen. Weil ich finde, wenn man zum Sport geht, eine Jacke zumindest auf dem Hin- und Rückweg, muss man ja nicht beim Training tragen, kann man natürlich, aber die macht auch einen sehr, sehr soliden Eindruck. Und die ist zum Beispiel auch aus, ich glaube, aus Polyester. Ich gucke mal eben ganz kurz. Ja, 100% Polyester. Genau das, was ich gedacht habe. Und das finde ich auf jeden Fall angenehmer zum Tragen zum Sport. Also ich persönlich. So, und auch die werden wir gleich anprobieren. So, alles in allem hat das Ganze 200 € gekostet, alle 5 Teile. Wie gesagt, Preise und Links findet ihr unten in der Infobox und wir probieren die ganze Geschichte jetzt erstmal an. So Leute, hier haben wir die Jacke von Mango bzw. das Hemd. Wie ihr seht, ich trage das offen. Hier einfach mal, ich sag mal, ein bisschen kombiniert mit einer braunen Hose. Das hat so einen cremefarbenen Ton, das passt sehr, sehr gut zu braun. Ein paar Pennyloafern dazu und einfach ein weißes T-Shirt dazu. Was, muss ich sagen, bei dem Outfit mir nicht ganz so gut gefällt, muss ich mir nochmal was anderes dazu einfallen lassen. Aber ich finde das so als Overjacket eigentlich nicht schlecht. Und das Gute ist, man kann das Ganze auch noch zumachen, aber dann muss ich sagen, gefällt mir das eigentlich nicht so gut, weil als Hemd, muss ich sagen, ist es für mich persönlich jetzt nicht ideal geeignet. Wie gesagt, mag auch sein, dass es dafür eine Stilrichtung gibt, aber ich finde, durch die Taschen ist das eigentlich so quasi super dafür ausgelegt, dass es ein Hemdjacke ist und dementsprechend würde ich das Ganze eher auf offen tragen als zu. Und wie gesagt, ist nicht schlecht, von der Passform sehr, sehr gut. Ist aus Leinen, also dementsprechend auch echt angenehm zu tragen. Jetzt kein kratziges Leinen oder so. Und ich habe jetzt hier einfach mal die Ärmel umgeschlagen, nichts Besonderes und das Ganze so kombiniert. Wie gesagt, bis auf das T-Shirt finde ich das Outfit nicht schlecht. Und ich denke vom Fazit her, das kann man auf jeden Fall behalten. Bis auf das weiße T-Shirt, Outfit nice, von der Passform her, das Teil echt cool und ja, das ist Piece Nummer 1. So Leute, und hier haben wir Outfit Nummer 2, beziehungsweise ich habe in dem Fall das T-Shirt an und die Hose. Ich muss sagen, die Hose hat es mir echt angetan, die gefällt mir extrem gut. Das T-Shirt ist auch nice, aber es ist wirklich nichts Besonderes. Wie gesagt, da müsste man mal den Preis gucken, ob es sich das lohnt, ob man für so ein Nike-T-Shirt den Preis bezahlen möchte. Aber ich denke mal, für mich werde ich das Ganze wahrscheinlich zurückschicken, zumindest das T-Shirt und ja, die Hose, die ist echt super cool. Das Einzige, was mir an der Hose nicht so gut gefällt, aber da kann man sich auch drüber streiten, ist, dass sie keine Taschen hat. Ne? Aber eine Sporthose normalerweise braucht ja auch keine Taschen. Aber ich finde, ja, keine Ahnung, ich habe eigentlich ganz gerne Taschen an so Hosen. Ansonsten, ja, super coole Hose, hat eine super Länge, also geht knapp über die Knie, beziehungsweise so echt eine gute Länge und mega luftig, ideal für den Sport. Und wir probieren jetzt nochmal die Jacke dazu an. So Leute, jetzt haben wir hier die Jacke und die Jacke, ja, ich weiß nicht, ob sie mir nur nicht steht, aber eigentlich finde ich die ganz cool. Aber wiederum muss ich sagen, hat die einen extrem komischen Schulterschnitt, so eine runde Schulter, also gar nicht so irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich fand sie optisch eigentlich sehr, sehr nice, aber ich muss jetzt sagen, so angezogen an mir, weil ich habe da einen Spiegel, überzeugt sie mich jetzt nicht extrem. Und die ist hier im Bauch wirklich auch so aufgeplustert. Das feiere ich jetzt nicht so extrem. Ich weiß nicht, ich muss mir das nochmal genauer in einem großen Spiegel anschauen. Aber jetzt gerade wieder gut anfühlen und also so sitzen extrem gut. Aber wenn ich mich im Spiegel sehe, sieht die Schulter ein bisschen komisch aus. Vielleicht ist das einfach nur gerade meine persönliche Empfinden. Aber ja,
So, ansonsten kann man zu der Jacke nichts sagen und preistechnisch, wie gesagt, war die auch reduziert. Alle Sachen, die ich hier bestellt habe, übrigens gab es im Sale und dementsprechend eigentlich nicht schlecht. So Leute, und dann haben wir hier nochmal den Hoodie. Wie gesagt, ist auch ganz cool, eigentlich für den Sport wirklich gut geeignet, weil der wirkt extrem leicht, also ist nicht wirklich schwer. Ja, hat auch eine coole Passform, muss ich sagen. Wie gesagt, die Kapuze etc. Material ist sehr, sehr dünn. Dadurch steht die Kapuze jetzt auch nicht wahnsinnig gut, aber wie gesagt, das soll als Sportoutfit gelten und nicht irgendwie als super Fashion-Tralala-Outfit. Und dementsprechend finde ich es eigentlich nicht schlecht. Ich denke, wir besprechen jetzt gleich nochmal an der Kamera mein Fazit. Ich sage euch jetzt gleich nochmal mein Fazit und dann gucke ich mal, was zurückgeht und was hier bleibt. So Leute, das war das Unboxing. Jetzt noch ein kleines Fazit. Also wie gesagt, die Hose fand ich extrem nice. Das Hemd vom Mango auch extrem nice. T-Shirt ist okay. Der Pullover ist auch in Ordnung und die Jacke ist auch in Ordnung. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste und wie gesagt, man muss nicht immer alles behalten, was man bestellt, würde ich mich auf jeden Fall für die Hose und die Hemdjacke von Mango entscheiden. Der Rest, denke ich, geht zurück. Und wie gesagt, trotzdem, wenn euch die Sachen gefallen haben, wie gesagt, Links findet ihr unten in der Infobox. Alles Mögliche war reduziert und ich denke mal, dieses Format werde ich weiter behalten, weil ich eigentlich ganz cool finde, die Sachen zu holen und dann dementsprechend mit euch zusammen anzuprobieren und dann zu entscheiden, was behalte ich und was geht zurück. Und dementsprechend, das war's an der Stelle. Vergesst auf jeden Fall nicht, mir ein Abo dazulassen und ein Like und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.